Oh mein Gott, guckt euch das hier an. Hi Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute spielen wir wieder Adopt Me. Und Leute, ich habe Informationen zum neuen Update, was bald kommen wird. Leute, ich habe richtig, richtig coole Informationen und ich bin richtig gehypt auf das Update, auf das Dino-Update, was bald kommen wird. Es steht noch kein Termin fest, aber es wird nicht diese Woche kommen, leider. Vielleicht ja nächste Woche. Auf jeden Fall habe ich neue Informationen, die ich euch in diesem Video hier vorstellen möchte. Ja, das hier wird also ein kurzes Video, wo wir mal über Informationen zu dem neuen Dino-Update reden. Ja, wir reden darüber. Und falls dir das gefällt, lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich mega freuen, wenn du dir kurz die 3 Sekunden nimmst und einen Like da lässt. Ja, und wenn du schon dabei bist und noch nicht abonniert hast, dann mach das doch gerne und aktiviere die Glocke. Das dauert ein paar Sekunden und dann machst du mich glücklich und du verpasst keine Adopt Me-Videos mehr und keine Update-Informationen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall habe ich schon ziemlich, ziemlich viele Videos über das Update gemacht. Die habe ich euch einfach alle mal in der Beschreibung verlinkt und generell mehr Adopt Me-Videos von mir. Außerdem habe ich meinen TikTok dort auch verlinkt, dort heiße ich einfach JojoCraftHP YouTube. Und für viele, die fragen, ja Leute, ich habe Instagram, nur ich bin da ziemlich inaktiv. Aber falls ihr wollt, könnt ihr mir auch auf Instagram folgen. Ich habe da jetzt fast 1000 Follower, das heißt, falls ihr Instagram habt, könnt ihr mir folgen. Ich antworte sogar manchmal auf Direktnachrichten, also könnt ihr mir vielleicht mal eine Nachricht schreiben. Vielleicht, wenn ihr Glück habt, antworte ich sogar. Dort heiße ich einfach JojoCraftHP, ist auch in der Beschreibung verlinkt. Wie gesagt, fast 1000 Follower, macht mir mal da die 1000 Follower zu, nicht zu, Leute, voll. Das wäre schon nice. Ja, wie gesagt, was habe ich denn für neue Informationen über das Adopt Me Update? Ja, auf jeden Fall wisst ihr ja, das Fossil-Egg wird kommen. Das habe ich auch im letzten Video schon ordentlich besprochen. Und ja, ich habe hier immer noch diese beiden goldenen Eggs rumlungern. Die werden wir auf jeden Fall noch öffnen, Leute. Wie gesagt, abonnieren und Glocke aktivieren, um das nicht zu verpassen. Ja, was hat denn Adopt Me nun gesagt? Bevor wir das klären, wollte ich euch noch sagen, falls ihr schon abonniert habt und Like da gelassen habt, könnt ihr jetzt noch euren Namen in die Kommentare schreiben mit eurem Dreampad und dann habt ihr die Chance, eine kostenlose Fly-A-Pet-Potion zu gewinnen. Ja, genau. Einfach abonnieren, liken und den Namen mit dem Dreampad in die Kommentare schreiben. So, Leute. Jetzt aber werden wir mal kurz auf Twitter gehen. Twitter habe ich übrigens auch, also falls ihr Twitter habt. Ich denke mal, die wenigsten von euch haben Twitter, aber falls ihr Twitter habt, dann könnt ihr mir gerne auch da folgen. Aber ich bin auf Twitter sehr, 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 sehr inaktiv. Wie findet ihr übrigens mein neues Profilbild? Wir haben einfach gestern, also für euch vorgestern, einfach die 100.000 Abonnenten geknackt. Oh mein Gott, Leute. Einfach die 100.000 Abonnenten. Das ist so eine riesige Zahl. Und ja, mein Ziel auf YouTube waren eigentlich 100 Abonnenten. Jetzt habe ich das 1000-fache von 100. Ich meine, beschweren kann man sich da eher weniger. Und ja, du bist ja wahrscheinlich ein Teil davon. Und falls nicht, dann werd doch ein Teil der Jojo Army. Einfach auf den Abonnieren-Knopf drücken. Apropos Jojo Army, ich habe hier auch so richtig coolen Merch. Nur für 10 Robux, für Jungs und für Mädchen in unterschiedlichen Farben in meiner Roblox-Gruppe. Da ich jetzt eh einen Browser muss, einfach ganz easy, ich zeige euch das kurz. Ihr müsst ja einfach nach Jojo Army suchen und dann einfach in Gruppen. Oder ihr guckt in die Beschreibung, dann seht ihr hier die Gruppe mit über 28.000 Leuten. Dann geht ihr da hin und dann könnt ihr hier auf den Shop gehen. Und hier gibt es Kleidung nur für 5 Robux, Leute. Hier kostet alles, also fast alles nur 5 Robux. Also, falls ihr da was kaufen wollt, könnt ihr das gerne machen. 10 Robux für Hose und T-Shirt zusammen. So, jetzt aber wirklich die richtigen Informationen. Und zwar bin ich dafür auf Twitter gegangen. Hier habe ich auch schon mal ein neues Profilbild reingemacht. Und jetzt suchen wir mal nach Adopt Me. Und wenn wir jetzt hier auf Adopt Me gehen, die haben jetzt übrigens auch so einen Haken. Das heißt, das hier ist der offizielle Account. Das haben die hier gepostet, dass sie jetzt endlich verifiziert sind, Leute. Ich bin bald auch auf YouTube verifiziert, weil ich jetzt auch die 100.000 Abonnenten habe. Und auf Roblox bin ich hoffentlich bald auch verifiziert. Da habe ich auf jeden Fall richtig Lust drauf. Auf jeden Fall, Leute, was hat Adopt Me nun gepostet? Ja, ich zeige es euch jetzt. Und zwar, Leute, oh mein Gott, guckt euch das hier an. Das hier ist offiziell von Adopt Me. Das hier wird im neuen Adopt Me Update kommen. Und ihr seht hier einen Wasserfall. Und wir werden das Bild jetzt mal genauer analysieren. Beziehungsweise, das ist ja kein Bild, das ist ein Video. Dafür habe ich mir mein Schnittprogramm geöffnet. Also hiermit schneide ich eigentlich meine Videos im Groben und Ganzen. Und ja, jetzt hier ist halt das Gute. Ich kann jetzt hier, okay gut, das ist jetzt ein bisschen klein, das Bild. Aber ich kann jetzt hier reinzoomen, Leute. Ich kann jetzt hier reinzoomen. Und das heißt, dass wir uns hier das mal genauer angucken können. Also, ich werde dann aber das ganz kurz hier groß machen. Und das werde ich jetzt mal noch mal ein bisschen größer machen. Ja, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Also, Leute. So, was haben wir denn hier, Leute? Hier haben wir einfach einen riesen Wasserfall. Das ist richtig cool. Wir haben ja hier in Adopt Me auch schon so einen kleinen Wasserfall. Ich kann da mal kurz hingehen. Das ist ja hier bei der Poolparty. Da haben wir so einen kleinen Wasserfall. Und der ist auch schon ziemlich cool. Aber Leute, der auf dem Video, da ist einfach so 10-mal größer. Und oh mein Gott, hier ist mein riesen Neon Frost Dragon. So, hier haben wir einen Wasserfall und da kommt noch einer. Ich frage mich halt, wo dieses Gebiet sein wird. Vielleicht werden die ja hier irgendwo da hinten, da ist auf jeden Fall noch genug Platz, da was einzufügen. Oder hier hinter diesem
Basketball bzw. Fußballfeld. Ja, das ist ein Fußballfeld, Leute. Das, der Boden hoch. Oh. Die Big Bro Potion ist weg, deshalb bin ich gerade vom Pet runtergeflogen. Okay. Auf jeden Fall, vielleicht, ja, so da, da ist auf jeden Fall noch Platz. Da wird das auf jeden Fall hoffentlich mal hinkommen. Auf jeden Fall wird es irgendwo hinkommen, Leute, das steht fest. Also wir haben hier diesen riesen Wasserfall. Ich kann das Video ja mal laufen lassen. Da seht ihr auch, dass er sich bewegt. Und dann haben wir hier unten das Adopt-Me-Logo. Und Adopt-Me hat auch geschrieben so, was ist das da in der Ecke? Und Leute, was ist das? Also für mich sieht das entweder so aus, also es hat, ich habe zwei Theorien. Ich glaube mal, die zweite, die ich nennen werde, ist ein bisschen sinnvoller. Auf jeden Fall, Leute, also es sieht für mich entweder so aus wie ein Ei, weil das ist so ein bisschen gefleckt und so wie ein Ei. Aber die Theorie, die ich eher denke, was das sein soll, und zwar, ich glaube eher, dass es ein Dino-Knochen ist. So ein riesen Dino-Skelett. Also so ein riesiges Dino-Skelett. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Sieht für mich so aus. Es wird natürlich hier ein bisschen vom Baum abgeschnitten. Aber für mich sieht das hier eher so aus wie ein riesiges Dino-Skelett, was dann da einfach im Wasser herumliegt, Leute. Und das wäre schon... Also das wäre doch schon echt richtig cool, oder nicht? Also so, wenn da so ein riesen Dino-Skelett auf einmal rumliegt. Werden wir dann ja sehen, wenn das Update draußen ist. Ich wollte auf jeden Fall euch informiert darüber haben, weil ich, wie gesagt, ich informiere über jede Information, auch auf TikTok. Und vielleicht kann ich das auch mal auf Instagram machen. Wie gesagt, einfach reinfolgen und abonnieren den Kanal, um das nicht zu verpassen. Und wenn das neue Update rauskommt, Leute, dann werden wir 100 Fossil-Eggs öffnen. Da habe ich auf jeden Fall richtig Lust drauf. 100 Stück. Oder vielleicht erstmal 50 und danach 100, mal schauen, wie es aussieht. Auf jeden Fall über 100 Fossil-Eggs werden wir öffnen. So, was haben wir jetzt hier noch, Leute? Was haben wir hier noch? Wir haben jetzt hier unten noch so ein Zelt, sag ich mal, beziehungsweise kein Zelt, sondern eher so ein Shop oder so ein Verkaufsstand, so wie auf so einem Jahrmarkt oder irgendwie auf einem Bazar oder auf einem Aktions-irgendwas, sowas in der Art. Vielleicht kann man ja irgendwas kaufen, auf jeden Fall sind hier Stühle und hier, das habe ich auch eben gesehen, ich habe mir das eben nämlich mal genau angeguckt, hier ist irgendwas, Leute. Ich zoome da mal kurz hin. Das ist ein bisschen anstrengend hier mit dem Zoom, aber hier ist irgendwas. Dieses Rote da. Und wenn wir hier mal das Video abspielen, da sieht man auch, das bewegt sich. Jetzt ist die Frage, ich denke mal, das wird eine Person sein, weil das hier ist, glaube ich, eine Hose, das hier ist ein Oberkörper und hier ist so der Arm. Ich denke mal, es wird eine Person sein und kein Pet oder sowas, aber es könnte eigentlich auch ein Pet sein. Aber wie gesagt, ich gehe eher mal von einer Person aus. Auf jeden Fall ist das hier das ganze Bild. Auf jeden Fall sieht man hier noch den Himmel und hier sieht man auch noch Bäume. Vielleicht ist... Das ist irgendwie ein anderer Abschnitt der Map. Aber Leute, der Wasserfall sieht doch schon mal richtig Hammer aus. Ich finde, der Wasserfall sieht richtig cool aus. Und hier unten, wie gesagt, dieses Klett, das könnte richtig cool werden. Mal schauen, was man dort machen kann. Ich bin auf jeden Fall richtig gehypt. Wie gesagt, ich wollte euch die Information einfach nur mal mitgeben. Falls sie dir gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Teile das Video doch auch gerne mit deinen Freunden, damit sie auch davon mitbekommen. Und wir können jetzt ja nochmal kurz hier ein bisschen duschen gehen. Was ich auf jeden Fall hoffe, dass man da vielleicht... Wobei ich denke mal nicht, dass ein neuer Modus dazukommen wird. Das heißt sowas wie Poolparty oder so. Keine Ahnung. Ich denke mal nicht, ich habe auch generell keinen Plan, was man da machen könnte. Vielleicht kann man da ja mit seinen Pets dann einfach nur ein bisschen abhängen oder sowas. Und warum ist der Shadow Dragon, beziehungsweise das ist ja der Frost Dragon, Leute, der Shadow Dragon befindet sich hier. Warum ist der denn so riesig immer noch? Ich dachte, die Potion ist abgelaufen, aber anscheinend nicht. So, dann duscheln wir den Kollegen mal und... Also, das Fossil-Egg wird ja zu 100% kommen und wir können jetzt auch mal zur Poolparty gehen und die ein bisschen so angucken. So. Fly und nein, ich will die in der Wand feststecken. Hilfe. So, hier fahren machen wir dann halt eben. Und jetzt geht's ab zur Poolparty. Die können wir uns jetzt mal ganz kurz angucken. Weil hier ist halt auch ein Wasserfall. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst, dass dieser Wasserfall quasi überarbeitet wird und dann quasi hier so das Klett reinkommt. Aber ich denke mal, die werden einen komplett neuen Wasserfall hinzufügen. Wäre halt echt ein bisschen blöd, wenn die den hier einfach so quasi so neu machen und dann da unten das Klett reinmachen. Ich denke mal, die werden irgendwo einen neuen hinzufügen. Ich glaube, da ist genug Platz auf jeden Fall. Oder vielleicht irgendwo komplett mit einem Portal oder sowas. Das wäre auf jeden Fall richtig, richtig nice. So, dann würde ich sagen, was ist mit der Folge? Ich freue mich auf jeden Fall aufs Update. Das wird auf jeden Fall noch eine Woche oder mehr sogar dauern, bis es rauskommt. Ich habe, wie gesagt, schon andere Update-Informationen rausgebracht, was noch so neu sein wird. Falls du das noch nicht gesehen hast, einfach mal meinen Kanal auschecken. Danke, wie gesagt, für die 100.000 Abonnenten. Danke fürs zu Ende gucken. Falls es dir gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, falls du das noch nicht getan hast. Und dann würde ich sagen, hau die rein und ciao. Wo ist mein Shadow Dragon? Hallo? Ah, der ist ja winzig. Ich glaube, der Frost Dragon ist auch schon ein bisschen cooler. Leute!